Hallo und herzlich willkommen beim Tourhunter. Heute machen wir ein Video darüber. An der Stelle, wo ich mich fast mal wo ich einen richtig bösen Unfall hätte bauen können. Dauert allerdings gerade noch ein Stück, ehe wir dort sind. Aber da hätte es echt vorbei sein können. Da war auch hinterher echt, da stand ich in der Wiese und hab Herzklopfen gehabt, aber richtig. Ne? Da habe ich erstmal eine Minute lang überlegt, was da gerade alles falsch und dahinterher richtig gelaufen ist. Also das war echt krass, ey. Kommt gleich zu der Kurve. Da kommen wir gleich zu der Stelle. Ah, das war echt heftig, ey. Jetzt guckt euch mal hier die Bäume alles an, dann wisst ihr auch schon, warum hier Phase ist. Hier, guckt mal, wie hier die Bäume reinstehen. So, jetzt halt mal, jetzt drehen wir gleich mal hier rum. Ja, kommt mir wohl. Also, ich kam von da, bin hier um die Kurve rum, wollte einlenken, war um die Kurve rum, und zwar mit richtig Schmack, ist hier das 100 erlaubt, also ich bin hier so mit 90 rum, ne? Und so an der Stelle hier, ich halte jetzt mal hier an, wie ich hier um die Kurve rum gucke, steht ein 3,5 Tonner LKW mitten da, also steht nicht da, sondern kommt mir entgegen hier ums Eck rum. Ja, jetzt seht ihr euch hier schon, wie hier gefahren wird, und da habe ich mir echt gedacht, so Alter, ey, kommt von da, ich geh mal ein Stück dahin, mal Schlüssel mitnehmen. Ich kam von hier, guck hier so ums Eck, oh, mit 80, 90, keine Ahnung. Und dann kommt mir ein LKW und der steht voll auf meiner Spur. Das habe ich gemacht, mir gedacht, oh shit, jetzt ist vorbei. LKW geguckt, mich dran erinnert, also ungefähr so. Hier sind wir uns begegnet. Hier noch ein bisschen weiter. Der kam halt ziemlich mittig durch den Ast hier. Die Hecke war auch schon alles da. Hier ungefähr sind wir uns, glaube ich, begegnet. Ich bin hier raus, ausgewichen. Bin hier durch, hier lang gefahren, kommt nur noch Spur, hier raus, hier durch, hier zwischendurch gefahren, hier hoch, da rechts an dem Schild vorbei und stand dann hinten in der Wiese, ja, also quasi hier einmal so durch, hier, mal hier. Da hätte vorbei sein können. Hier hätte vorbei sein können. Das war echt heftig, ey. Und ja, dem Schild hätte ich auch noch mal einen anderen können. Gesprungen. Ne? Und dann hier so mit, keine Ahnung, 20, 30, 40 in die Wiese rein. Hier. Alter, ey. Wenn ich mir das nochmal so angucke, das war echt eng. Dann stand ich ungefähr so hier irgendwo. Hier und dann so. Was ist jetzt gerade passiert? Es war noch zu Felserzeiten. Es war echt krass, ey. Schöne Landschaft haben wir hier, aber die hat mich an und dazu mal null interessiert. Da habe ich mir echt nur noch gedacht, scheiße, ey. Was geht jetzt hier ab? So, an dem Schild hätte ich vorbei. Also ich bin halt hier durch die Lücke durch. Durch diese Lücke hier. Zwischen dem Leitpfosten und dem Bushaltestellenschild.
Und hier, guck mal. Da zerschellst du dran. Dann wär's komplett im Buffett-Schrott gewesen. Alles, ich wahrscheinlich auch. Aber vor allem halt hier die Stelle. Allein, dass es mir hier nicht den Lenker oder so verdreht hat. Ich bin hier komplett durch, weiter rüber weggesprungen und da hinten durch. Also, völlig krass. Alter, ey. Bin hier schon vorher lang gefahren und so weiter, ne? Aber da kommst halt ums Eck, ne? Dir kommt der LKW 7,5 Tonner quasi auf deiner Spur entgegen, der muss noch ein bisschen ausweichen. Da hätte man erstens im LKW landen können, zweitens hier oder hier oder davor. Und ich bin hier völlig durch, hab zwar riesen Schreck gehabt, aber mir ist echt nichts passiert. Das war echt Augenblicktechnik. Wo guck ich hin? Echt, ey, hier, ne? Hab ich echt nur in die Lücken reingeguckt. Trainiert das. Trainiert hinzugucken, nicht scheiße. Also nicht zu denken, scheiße. Da ist was. Scheiße die Gefahr. Was man instinktiv macht, sondern da ist die Lücke, da muss ich hin. Trainiert euch das an. Sie immer auf die Lücken guckt dann alles. Sie immer guckt, wohin müsst. Ja, was mal dazu. Wie es mich hier fast mal zerlegt hätte, komplett. Wie ich fast einen Heidenunfall gebaut hätte. Ich sag's euch. Passt auf, trainiert, wo ihr hinfahrt. Was habe ich für mich mitgenommen? Langsam um die Ecke rumfahren. Damit rechnet, dass hier ein Traktor entgegenkommt, weil hier fahren Traktoren lang. Seht ihr hier? Schöne Felgen hast du. Passen gut zueinander. Das Rot, das Rot. Und halt hier echt aufs Licht fahren auf der Strecke. Ja, fahren wir mal noch ein Stück. Aber hier wäre es echt vorbei gewesen. Da habe ich echt Glück gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, wann es war. Jedenfalls habe ich dann auch einen riesen Schreck gehabt. Und da leck mich am Zuckerli. Das ist echt ein bisschen flott unterwegs gewesen. Waren viele kleine Nadelstiche, wo ich dann irgendwann gesagt habe, ey, ich verkaufe die Phaser. Das Ding wird mir zu gefährlich. Weil die hatte eine Leistungs-, die FZ1 Phaser hat eine Leistungsentfaltung ab wie eine 600er und nichts oben alles. Und dann hat ein Liter Hubraum 150 PS nachgedrückt und die wollte halt auch fahren. Ne? Die ging nicht so gut unten raus wie so eine FZ, wie so eine Z900 oder so. Das Ding musste richtig auf Drehzahl fahren. Wie gesagt, dann kam 1000 Kubik und das war, ey, Alter. Alter Verwalter, ey, alter Vater. Wenn ich daran zurückdenke, uiuiui. Also das ist zum Beispiel nichts für Anfänger. Die schiebt ja schon schön unten raus alles, ne? Aber bei der Felser, ey, das ging die Leistungsentfaltung so. Anders kannst du das nicht sagen, ey. War schon. Uiuiui. Wenn hier abgeerntet ist, ey, hier kannst du auch lang kreuzen. Wenn hier nicht abgeerntet ist, dann ist hier Spaß angesagt, weil dann siehst du gar nichts mehr. Dann wächst hier Mais und so weiter. Gekommen. Hier gibt es noch schöne Strecken. Wenn du ein Super für. Da sieht uns auch Super für heißen können. Weil die Wupper heißt es hier im Oberlauf, ist die Wupper. Nach MPS.
Bild machen von dem Kuchenschild. Ding war, wir haben Gegenlicht. Nicht so gut. Wir müssen irgendwie mit Treckern rechnen. Der kleine Trecker und das große Motorrad. Das kleine Motorrad und der große Trecker. Er hat mich gerade schon gesehen, er hat sich gerade umgedreht. Aber ich will daheim. Weil der hinten ist doch schon ziemlich dunkel. Ja, lässt er mich vorbei oder will er abbiegen? Ja, er will abbiegen. Das sollte mir jetzt soweit gewesen sein zu dem Thema, was kann passieren, wenn. Danke fürs Zusehen, lasst ein Like da, kommentiert, wenn ihr was wissen wollt und abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Danke, tschüss!